Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Eine neue Runde Yes, Your Grace. Willkommen zum königlichen Prozess. Ich fasse jetzt schon mal kurz zusammen, was wir erfahren haben über diese Indizien, die wir gefunden haben. Wir haben erfahren, der Zahn steht im Zusammenhang mit einem abenteuerlichen Menschen. Es ist ein Drachenzahn. Und der Charakter hier drüben, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt, der hat sich gebrüstet, damit Drachen besiegt zu haben. Sehr verdächtig, deutet auf ihn hin. Dann hat uns die gute Lena, die hier außen rechts steht, erzählt, dass Briefverzierungen von Lords im Norden gemacht werden. Und wir wissen auch, dass diese Verzierungen Ebereschen abbilden, die einen Schutz vor Flüchen darstellen soll. Also Lena ist auch so ein bisschen verdächtig, weil ja ihr Sohn diesen Fluch hat. Weiß ich nicht, könnte, wenn sie eine nördliche Lordin wäre, Herrscherin wäre, könnte das auf sie hindeuten. Aber mal gucken. Ivo ist für mich aber auch ein nördlicher Herrscher. Also ist der auch vielleicht verdächtig? Vielleicht hat er seinen eigenen Vater umbringen lassen? Wer weiß. Und Lord Etten ist verdächtig, denn bei ihm im Herrschaftsbereich wurde die Fiole mit den Giftrückständen des Giftes gefunden, was auch König Thales umgebracht hat. Also auch er ist verdächtig. So, also und jetzt kommen wir zum königlichen Prozess. Wir werden alle Zeugen befragen, die in dieser Angelegenheit mitreden können. Dann werden wir die gesammelten Beweise durchgehen. Und zum Schluss werden wir den Mörder feststellen. Einige von euch sind Verdächtige und ich habe Grund zu glauben, dass der wahre Täter heute Abend unter uns ist. Und nun lasst uns hören, was Zeugen zu sagen haben. So, Komma sagt, das hat der Herr Burgbesitzer doch alles bis zum nächsten Stream vergessen. Ich hoffe nicht. Euer Gnaden, es haben sich drei Personen haben sich als Zeugen gemeldet. Mit wem sollen wir beginnen? Ja, mit wem sollen wir beginnen? Vielleicht mit der Burgwache von Thales? Die Leibwache von Thales tretet vor. Vielleicht hat der diesen Zahn getragen? Es wurde ja angedeutet, dass ein Soldat zum Schutz diesen Zahn getragen haben mag. Mal schauen. Bitte sagt euren Namen und erzählt uns, was ihr zu erzählen habt. Mein Name ist Ludfried, euer Gnaden. Ich war eine Wache von König Thales und habe ihm gut gedient. Nicht gut genug, kann ich euch schon sagen hören. Aber wisset, dass ich wenig gegen Gift tun konnte, besonders eines, das so schnell wirkte. Der Tag, an dem König Thales starb, war ein Tag der Schande und Schuld für mich. Und König Ivo lässt mich weiterhin den Preis dafür zahlen. Blei. Kommt auf den Punkt, sagt König Ivo ganz kurz angebunden. Ich wollte nur sagen, dass ich im Laufe der Jahre viele Leute gesehen habe, die Thales besucht haben. Aber keiner hat ihn so verärgert wie Noaxe, der Mann mit dem Drachenzahn. Wette ich mit euch. Das schreibe ich mir mal auf. Thales war von Noaxe verärgert. Ich schreibe mir das mal auf, damit ich es nicht vergesse. Das könnte wichtig werden. Leibwache hat das ausgesagt. Okay. Ich denke, wir alle wissen, was für ein Lügner er ist. Ich bin kein Lügner. Wer bist du, um mich vor den Königen zu beschämen? Ruhe! Order! Das kam mir gerade sofort in den Kopf, das Bild. Ach, sehr schön. Thales nannte ihn einen Betrüger, nachdem er vorgeschlagen hatte, seiner Frau Paloma zu helfen, die ja sehr erkrankt war. Wir erinnern uns. Thales wusste, dass der einzige Grund, warum Noaxe seine Hilfe anbot, darin bestand, für etwas, das er nicht tat, berühmt zu werden. Tja. Noaxe war erzürnt und behauptete, er sei kein Betrüger und würde es Thales schon noch zeigen. Also hätte Noaxe schon ein gewisses Motiv gehabt. Aha, ich habe keine weiteren Fragen. Fahren wir fort. Also, Noaxe ist schon mal ein Verdächtiger, ganz definitiv. Hatte also ein Motiv. So, wir
hören uns erstmal einen Bauern aus Branka jetzt noch an. Kommt. Nennt uns euren Namen und eure Herkunft. Mein Name ist Hermar. Ich komme aus Lord Ettens Stadt Branka, euer Gnaden. Und was habt ihr zu sagen? Ich besitze ein Weingut in Branka. Wir beobachten Lord Etten schon seit einer Weile. Er hat sich so seltsam verhalten. Er läuft wie in einem Rausch durch das Dorf. Wie könnt ihr es wagen, solch Unwahrheiten zu erzählen? Beruhigt euch, Etten. Einmal hat er meine Traubenblüten voll gepisst und jetzt wächst keine meiner Trauben mehr. Wie unverschämt. Er ist kein netter Mann, euer Gnaden. Ich bin überzeugt, dass er es war, der Talis vergiftet hat. Ist das alles, Hermar? Was braucht ihr denn noch? Werdet ihn endlich los. Wer ist der Nächste? Hallo Pandoron, schönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Wunderbar. Ja, also, meine Theorie ist tatsächlich, dass Etten etwas mit der Vergiftung zu tun hatte. Ich vermute fast, dass Lord Etten das Gift irgendwie hergestellt und oder geliefert hat. Aber meine Vermutung ist, dass Ivo den Auftrag gegeben hat dazu. Und ich glaube, dass Noaxei derjenige war, der den Wein im Weinkeller vergiftet hat. Und deswegen hat er den Drachenzahn verloren. Das ist meine Theorie aktuell. So, jetzt noch der Berater von Talys. Bitte verratet euren Namen und sagt uns, was ihr zu sagen habt. Der Name ist Rigo. Ich war ein Berater von König Talis. Ich habe eine sehr wichtige Information, euer Gnaden. Ich erkenne Lady Lena. Sie besuchte unser Schloss nicht lange vor der königlichen Hochzeit und bedrohte König Talis. Sie sagte, ihr Sohn sollte derjenige sein, der Losulia heiratet, nicht Ivo. Sie sagte, wenn die Hochzeit stattfinden würde, würde sie eine Bedrohung für Talis und seine Familie sein. Wir müssen dementsprechend entscheiden, euer Gnaden. Sie ist eindeutig die Täterin. Aha. Jetzt auf einmal Lena. Okay. Ich schreibe erstmal auf. Also Lord Etten. Hatte ja Zusammenhang mit dem Gift. Aber muss nicht unbedingt den umgebracht haben. Dem hergestellten... Ich glaube aber nicht, dass Lord Etten der Mörder ist. So, Fiole. Lügen, sagt Lena. Psst, ihr werdet am Ende sprechen können, Lady Lena. Danke, Rigo, das war sehr nützlich. Mal gucken. Ja, fahren wir fort, liebe Leute. Ich denke, das waren alle Zeugen, die wir haben. Fahren wir mit den gesammelten Beweisen fort. Ja, starten wir mal mit dem Tierzahn. Ein Tierzahn. Ein Gegenstand, der so selten ist, dass nur eine Person lebend von einer solchen Begegnung hätte zurückkehren können. Noaxei, der Drachentöter, bitte tritt vor. Der Zahn wurde untersucht und nur eine Kreatur passt zu dieser einzigartigen Form. Ein Ala-Dämon aus den fernen Ländern von Kaladur. Und wer hätte dorthin und zurückreisen können, wenn nicht dieser edle und ehrenhafte Ritter? Egal, ob Noaxei das Biest getötet hat oder nicht, er muss dieses Anhängsel als eine seiner Requisiten um den Hals getragen haben. Dieser Tierzahn wurde im Weinkeller gefunden. Dort hätte Noaxei Gift in unseren Wein gießen können. Er wollte Paloma, der Frau von Talis, helfen, aber der König beschämte ihn stattdessen. Noaxei konnte das Gefühl der Ablehnung nicht ertragen und plante daher den Mord an König Talis. Lügen! Ich bin wahrlich ein Mann von Ehre und würde so etwas niemals tun. König Talis hat mich an diesem Tag zum Narren gehalten, das stimmt. Aber ich habe seine Burg wie befohlen verlassen.
Dies beweist in keiner Weise, dass ich König Talis getötet habe, nur dass ich im Weinkeller war, was ich nicht leugne. Und warum seid ihr in der Burg von Grevno herumgeschlichen? Ich war nur auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen, um zu reden mit Lady Lonna, Sir Fredericks Witwe. Nun, als wir uns unterhielten, da muss sie es mir vom Hals gezogen haben. Es war ein sehr faszinierendes Gespräch. Ihr gebt also zu, dass dieser Gegenstand euch gehört? Nein, nun, es könnte meiner sein. Ich weiß es nicht, ich habe viele dieser Dinge um meinen Hals, aber ich schwöre, ich habe nichts mit dem Wein gemacht. Das ist genug. Zurück zum König. Also Noak Say hat so ein halbes... Eigentlich hat er kein wirkliches Alibi, aber es klingt glaubhaft. Allerdings ist er für Lügengeschichten bekannt. Fragezeichen, Fragezeichen. Ein dekorierter Brief. Eine Anleitung. Dieses Schreiben enthält Anweisungen zur Verwendung des Giftes und eine Karte unserer Festung. Der Brief hat sehr spezifische Dekorierungen, die nur einer Person entsprechen, die an der Hochzeit teilgenommen hat. Lady Lena, bitte tretet vor. Tatsache. Sie ist es also, die diesen Brief möglicherweise verfasst hat. Nur die Adligen aus dem Norden schmücken ihre Briefe so elegant. Ich glaube, Lady Lena war die einzige Besucherin aus dem Norden in der Hochzeitsnacht. Der Brief wurde versteckt unter einem Pflasterstein in unseren Gärten gefunden. Die Zeichnungen auf dem Brief zeigen einen Ebereschenbaum, ein Symbol des Schutzes vor Flüchen. Ein Baum, aus dem die Adeligen die Wiegen ihrer Kinder bauen, um sie vor bösen Geistern zu schützen. Lady Lenas Junge war verflucht, also benutzte sie diese Symbole, um zu versuchen, die Dämonen zu vertreiben. Es steht außer Frage, wer diesen Brief geschrieben hat. Lady Lena scheint auch ein sehr gutes Motiv dafür zu haben, Talis töten zu wollen. Sie drohte, ihn zu töten, wenn die Hochzeit stattfinden würde, und das tat sie. Ich würde so etwas niemals tun, euer Gnaden. Vielleicht hatte ich einen Groll gegenüber König Talis, aber es gibt einen großen Unterschied dazwischen, ob man jemanden nicht mag oder ihn auf der Hochzeit seines Sohnes tötet. Ja gut, aber angedeutet hatte sie es ja schon, ne? Außerdem, wenn ich gewollt hätte, dass mein Sohn Lorsulia heiratet, wäre es nicht besser gewesen, Ivo zu töten? Ja, bestimmt, eigentlich hat sie da recht. Seinen Vater zu töten hätte so oder so keinen Unterschied gemacht. Gebt ihr zu, dass dieses Pergament aus eurem Königreich stammt? Nein, wir schmücken unsere Briefe nicht mit Ebereschenbäumen, sondern mit Rosen. Das hat sie uns selber ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne? Ah, und guten Abend, Draconius Mortale. Sowas würde ich niemals tun, sagt immer der, der es tat. Genau, Panduron. Tja, wer hat jetzt recht? Das ist genug. Zurück zum König. So, und jetzt haben wir noch die Giftfiole. Durch einen Rest der Substanz, die noch im Inneren ist, sind wir sicher, dass dies der Person gehörte, die König Talis vergiftet hat. Lord Etten, bitte tretet vor. Es ist unter den Königlichen allgemein bekannt, dass ihr Zugang zu allen Arten von Giftstoffen habt. Unsere Tests zeigen, dass die Substanz aus der Fiole mit der übereinstimmt, mit der König Talis vergiftet wurde. Nicht nur das, sie wurde außerdem in der Nähe von Branka gefunden. Ein Dorf unter eurer Kontrolle. Talis war gegen den Staubhandel und wie wir von Lord Lurs erfahren haben, wart ihr beide nicht gerade Freunde. Mit dem Tod von Talis könnten es euch schwächere Grenzen zu Atana leichter machen, den Staub über Davan hinaus zu verteilen. Durch die Vergiftung von König Talis wolltet ihr euer Geschäft ausbauen. Ist das nicht die Wahrheit? Basierend auf Hermas Zeugnis wissen sogar eure eigenen Bewohner, dass ihr nichts Gutes im Schilde führt. Unsinn! Ich betreibe vielleicht ein kleines Nebengeschäft, aber dieses Produkt ist jetzt buchstäblich überall zu bekommen. Sogar die Märkte in Davan sind voll von solchen Händlern. Die Fiole beweist nicht, dass ich derjenige war, der Talis vergiftet hat. Das hätte jeder sein können. Genug. Zurück zum König. Tja. Jetzt bin ich genauso schlau wie noch zuvor. Also, jeder der drei könnte es wirklich gewesen sein.
Jeder hat ein Motiv. Und... Tastenhauer erhöht die Spannung selber auch noch weiter durch seine Überlegungen. Dankeschön. Schauen wir mal, was kommt denn jetzt? Also wir haben keine weiteren Beweise mehr. Räuspert sich. Hier gibt es keine klare Antwort, euer Gnaden. Was ich gerade sagte, ja? Wir müssen jemanden verurteilen. Irgendjemanden. Sonst wird Ivo euch die Schuld geben. Wir haben unser Bestes gegeben. Jetzt ist es nur noch Politik. Oh, das ist zynisch und bitter. Vielleicht möchtet ihr die Vorteile berücksichtigen, die ihr von jedem Lord erhaltet, wenn es welche gibt. Wenn wir jedoch jemanden verurteilen, ohne viele Beweise gegen diese Person zu haben, werden unsere Leute spüren, dass es nur eine königliche Laune war. Ich kann damit umgehen, Audrey. Basierend auf den Beweisen oder deren Fehlen verurteile ich... Der Moment wird im Nachhinein noch besser. Also, unser Berater sagt, jetzt ist es nur noch Politik. Lord Etten hat irgendwie... Also, ich würde nach wie vor vermuten, es war Ivo selbst. Der hat versucht, die Schuld auf Lady Lena zu lenken. Vielleicht fürchtete der auch noch irgendwie Repressalien von ihr oder ähnliches mehr. Da ich weiß, wer der Täter ist, fühle ich mich durch Tastenhauer an eine Columbo-Folge erinnert. Okay. Also Lord Etten wäre vielleicht der Mann, der das Gift produziert hat, aber nicht der das Gift verabreicht hat. Unser Drachentöter, Noah Xay, könnte derjenige sein, der den Wein vergiftet hat mit dem Gift, was er von Lord Etten bekommen hätte können. Mord ist ihr Hobby. Und Lena könnte die Auftraggeberin sein oder sie wurde geframed von Ivo. Jetzt kommt der Kniff. Das Ganze, Aubrey oder unser Berater sagte ja, es geht jetzt nur noch um Politik. Lady Lena möchte, dass wir Azalia mit ihrem Sohn verheiraten. Was passiert denn jetzt, wenn wir Lady Lena verurteilen, die ja nun schon ordentlichen Beweis dagelassen hat, der auf sie hindeutet? Wobei, eigentlich ja wieder eher nicht, weil sie ja angeblich Rosen benutzt und keine Ebereschen bei ihren Briefen. Finde ich auch ein bisschen strange, dass man hier nicht rausfinden kann, wer benutzt denn Ebereschen dann. Das müsste eigentlich bekannt sein. Aber ich frage mich, ich weiß leider nicht, wie das Spiel jetzt damit umgeht, wenn wir Lady Lena verurteilen. Mach mal schneller, ich muss gleich weg. Ja, ich würde auch gerne niemanden verurteilen, weil meine Sherlock-Holmesische Deduktionsfähigkeit sagt mir, dass es keiner der drei wirklich war, sondern dass alle drei eingespannt waren von Ivo. Denn der Mann mit dem größten Motiv, das ist derjenige, der jetzt auf dem Thron sitzt. Wie wir alle aus Crusader Kings zum Beispiel wissen, aus der Reihe, wenn es jemand war, ist es ganz häufig die eigene Kindschaft, also die eigenen Söhne oder Töchter. Also ich würde vermuten, notfalls sind immer Frauen, ach Quatsch, da kann man nichts verkehrt machen, das ist aber sexistisch, Brutzefett. Nein, Frauen sind nicht immer schuld, hey. Genau, das ist ja wohl unwahr. Ich habe mich entschieden. Genau, Austin kennt das Spiel nicht, würde auch niemanden verurteilen. Ich verurteile auch niemanden. Denn, komischerweise, Ivo baut Druck auf. Der könnte uns dafür verurteilen, wenn wir keinen Schuldigen finden. Vielleicht haben wir aber einen Schuldigen, nämlich ihn. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen den gesammelten Beweisen und den heute hier gebrachten Verdächtigen. Euer Gnaden, ihr müsst jemanden verurteilen. Es spielt keine Rolle, ob ihr glaubt, dass die Person es getan hat oder nicht. Andernfalls wird Ivo euch zur Verantwortung ziehen und euch zum Sterben verurteilen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Okay, das Spiel teasert uns wieder so ein bisschen, ja? Es sagt uns, ja komm hier, da sind die drei. Nimm einen. Aber, wie ich schon sagte...
Die Beweise von heute Nacht ergaben nichts. Ich tat es. Das ist interessant. Audrey, was machst? Ich bin verantwortlich für König Thales Tod. Ich schrieb den Brief. Ich kaufte den Orakelstaub in unseren Straßen. LOL. Und ich verteilte die Zähne von Lord Noaxey überall, um euch alle auf eine falsche Fährte zu führen. Jetzt bin ich mindblown. Ich gestehe es, ich vergiftete König Thales. Euer Gnaden, es liegt nun an euch. Sedani, Azalia, geht jetzt. Nein! Audrey, Verräter der Krone! Ihr habt euren König beleidigt und versuchtet, mich dafür verantwortlich zu machen. Berater von Davan. Ich verurteile euch zum Tode. Thank you, old friend, heißt die Errungenschaft dazu. Ja, komm mal, genau. Das klingt mir auch so. Er hat sich für uns geopfert. Er hat, ohne dass es dafür Beweise gibt, hat er sich in den Weg geworfen, quasi, um von uns die negative Folge abzuwenden. Jetzt verurteile ich den armen alten Mann. Das wollte ich nicht. Eigentlich will ich Ivo verurteilen. Der ist es garantiert gewesen. Die anderen drei sind nur Handlanger. Ihr habt denjenigen gefunden, der für den Tod meines Vaters verantwortlich ist. Das Ergebnis des Prozesses ist für mich zufriedenstellend und als solches werden Atana-Streitkräfte euch in eurem Kampf gegen Radovia unterstützen. Damit Erik das Hirn leben darf. Genau. 3000 Männer werden bereit sein, sobald das Horn erklingt und meinen Männern signalisiert, den Feind anzugreifen. Und dann verrät er uns nochmal, wetten? Ich mag keine armen, treuen alten Männer. Naja, so ist mein Wille. Oh, nun ist es raus. I'm a king and a detective. Jetzt gucke ich gleich mal nach, was das genau bedeutet. Du hast diese Aussicht immer geliebt. Wird die Schlacht hier stattfinden? Ja, siehst du das? Genau dort in der Mitte. Es gibt einen engen Pfad, der hindurchführt. So, ich verabschiede mich für heute, sagt Draconius. Jetzt kommen viele tolle Sachen. Aber vielleicht schaue ich das Ganze nach. Schönen Abend noch. Ja, danke dir auch. Schön, dass du da warst. Dort werden wir sie aufhalten, also in diesem engen Pfad. Es ist komisch. Es stellt sich heraus, dass ich immer in das Ende von allem starte. Meine liebe Losulia, nichts endet. Mit Ivos Hilfe werden wir siegen. Wenn er hilft. Denn wir haben ja schon gehört, da ist irgendwas im Gange mit Ivo. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er in Wirklichkeit seinen Vater umgebracht hat. Ich durfte es nur nicht auswählen, weil das Spiel mich nicht lässt. Du warst beim Prozess dabei und hast gehört, was er gesagt hat. Er wird das Versprechen seines Vaters halten. Alles wird gut, das glaube ich nicht. Apropos Prozess. Glaubst du, Audrey hat das wirklich getan? Nein, natürlich nicht. Er hat nur den Hintern deines Vaters geschützt. Exakt, das hat er gemacht. Ich ließ es geschehen, das ist mir zuzuschreiben. Machen wir uns darüber für einen Moment keine Sorgen, ja? Ich glaube, weil einfach niemand verstanden hat, wer wirklich der Urheber ist für diese Tat. Seit du gegangen bist, ist viel passiert, weißt du? Hast du von Maya gehört? Azalia hat eine neue Freundin gefunden. Es stellte sich heraus, dass sie aus Radovia stammt, also hat deine Mutter sie aus dem Schloss verwiesen. Sie hat immer interessante Leute um sich. Ist sie erwachsen geworden oder ist sie immer noch das totale Chaos? Ich glaube nicht, dass sie sich jemals ändern wird. Sie hält mich immer noch auf Trab. Neulich hat sie des Nachts einen weiteren Streich gespielt. Diesmal deiner Schwester. Azalia verschont niemanden. Tja, Sedani. Sedani findet immer mehr lächerliche Haustiere. Sie kann nicht wirklich einen Ersatz für Staubkörnchen finden. Als ich das letzte Mal hier war, hatte sie eine Schnecke. Wie hieß sie noch gleich? Schmiri, Schleimi oder Herr Schnecke? Oh, da hatten wir immer den englischen Begriff. Wie nannte sich das denn nochmal?
Smudge, glaube ich, ne? Ich guck mal gerade, dass ich das jetzt nicht falsch auswähle. Smudge. Verschmieren. Also wird das Schmierige hießen haben, ne? Schmierfleck, ja. Da wird das wohl Schmieri oder Schleimi. Es könnte auch beides sein, ne? Schleimi dächte Pandoron. Dann bleiben wir jetzt mal bei Pandoron. Da muss er... Ist die Schnecke auch auf eine Mission gegangen? Ich glaube, so weit war die Schnecke nicht. Schleimi. Das hat sie mir eingebläut. Das werde ich nicht vergessen. Es gab auch einen Igel, einen Fuchs. Ich mache mir Sorgen, was sie als nächstes zähmen wird. Tja. Und die wichtigste Information. Wir hatten auch ziemlich viel Stress mit deiner Mutter. Sie ist schwanger. Du wirst ein neues Geschwisterchen bekommen. Herzlichen Glückwunsch, denke ich. Es ist schwer vorstellbar, was sie mit der aufkommenden Schlacht durchmachen muss. So, ich muss mal kurz was trinken. Ich glaube, das war erstmal alles. Dein Mann sucht dich bestimmt. Ja, ich schätze auch. Ich vermisse euch alle so sehr. Ja, wir vermissen dich auch auf jeden Fall. Komm her. Da gibt es erstmal eine liebevolle Umarmung. Da. Ein Schalke-Trikot? Nein, das ist ein Arminia-Trikot. Schalke-Trikot ist das nicht, auch wenn es vielleicht so aussehen mag. Blutergüsse? Ach du liebe Zeit. Ui. Ivo, tut dir das alles an? Tut er dir weh? Was? Oh nein, das würde er niemals. Er ist sehr nett, er ist gut zu mir. Er kümmert sich um mich. Genau wie ich es dir in den Briefen geschrieben habe, Vater. Bitte sag es ihm nicht. Er ist jetzt der König von Atana. Er hat eine Armee, die ihm blind folgen wird, sogar bis zu deinen Toren. Sag nichts, es ist besser so. Er hat gute und schlechte Tage, verärgere ihn bitte nicht noch mehr. Ich kann nicht zulassen, dass dieser Bastard dich so behandelt. Ich werde seinen Kopf etwas zurechtrücken. Bitte tu das nicht, Schluchz. Da ist er auch. Da bist du ja. Pack deine Sachen zusammen, wir gehen. Vater. Nee, wir treten ihm gegenüber. Das geht so nicht, das ist unsere Tochter. Du Welpe, denkst nur, weil du die Krone auf dem Kopf hast, kannst du tun, was du willst? Welche Lügen hast du deinem Vater diesmal erzählt? Schmiedest du wieder Pläne gegen mich, Losulia? Ich habe nichts gesagt, ich schwöre. Sie hat damit nichts zu tun. Glaubst du, ich kann nicht sehen, was du mit ihr machst? Wenn du je wieder deine Hände an meine Tochter legst, schwöre ich werde... Was? Radovia alleine besiegen? Ich denke, ihr vergesst eure Position hier, Erik. Ich gebe euch meine Armee und dank mir wird diese Festung einen weiteren Tag sehen. Ihr sagt mir nicht, was ich zu tun oder nicht tun kann. Davan ist meiner Gnade ausgeliefert, deshalb solltet ihr mich mit angemessenem Respekt behandeln. Lasst uns lieber gehen. Zu viel Reden bringt euch und eure Familie in Schwierigkeiten. Na gut. Wenn er das so sieht. Sparstrumpf Joffrey. Wir gehen, Losulia. Bevor ich es mir anders überlege. Joa, ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich mir das erhofft hätte. Radovia kommt in der nächsten Folge. Es gibt wieder einen Cliffhanger natürlich. Bedanke mich erstmal bei euch, bei den YouTube-Zuschauern für euer Zuschauen. Oben rechts in der Videobeschreibung, nein Quatsch, oben rechts in der Infokarte, die ihr dort öffnen könnt, habt ihr einen Link unter anderem auf die Playlist zu diesem Spiel. Yes, Your Grace. Und ihr habt übrigens auch Links auf meine Patreon- und meine Steady-Seite, auf die ihr sehr gerne mal vorbeischauen könnt, falls ihr überlegt, dass der Kanal auch ein bisschen finanzielle Unterstützung verdient haben könnte. Dann könnt ihr euch dort gerne mal umschauen. So, das war es erstmal von mir für die YouTube-Zuschauer. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.